Der Schicksalsberg der Deutschen. Ein Berg, dessen historische Bedeutung fast schon unermesslich ist, jedoch auch die alpinistische Seite des Berges nicht für eine Sekunde unterschätzt werden darf. Darum geht es heute im Berge im Porträt, zweiter Teil des Nanga Parbats. Für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, dieser ist hier oben rechts verlinkt und ist nicht ganz unwichtig, wenn es um die Erstbesteigung, die geografische Lage und den historischen Kontext im Zusammenhang mit diversen Nationen geht. Heute geht's demnach mit dem Alpinismus weiter. Als der Nanga Parbat durch Hermann Buhl erstmals bestiegen wurde, gelang damit eine grandiose Meisterleistung und das auch noch im Alleingang. Doch damit waren die Abenteuer am Nanga Parbat nicht ansatzweise gelöst, denn das Potenzial schien besonders am Nanga Parbat endlos zu sein. So sollte der Schicksalsberg der Deutschen auch in jenen Händen bleiben, womit ein wichtiger Charakter in der Geschichte des Höhenbergsteigens einsteigt. Wie wichtig er und sein Name letztlich sein würden, das konnte bis zuletzt wohl wirklich niemand ahnen. Siegfried Löw. Siegfried Löw war ein Dresdner Kletterer und Bergsteiger, wurde wieder unter dem Kommando Herrlikoffers zusammen mit Andal Mannhardt und Toni Kinshofer als die drei Gipfelbergsteiger zum Nanga Parbat bestellt. Es ging diesmal um einen neuen Weg auf den Gipfel. Die Erstbesteigung fand schließlich nicht in jenem Stil statt, den sich die Expeditionsleitung damals vorstellte, sodass man mit einem spektakulären Neuaufstieg versuchte, die Blamagen der Vorjahre zu kaschieren und in der Bedeutungslosigkeit untergehen zu lassen. Denn im Jahr 1962, also 9 Jahre nach der Erstbesteigung, sollte eine Route durch die Diamir-Flanke gefunden werden. Diese Wand schien zu Beginn der Besteigungsgeschichte als zu lawinengefährdet und anspruchsvoll. Doch es war eben das perfekte, tollkühne Ziel. Die Witterungsbedingungen waren perfekt und das Team kam äußerst schnell vorwärts. Obwohl es Kletterstellen bis 5 plus zu bewältigen gab, gab es durch die extreme Individualstärke der Teilnehmer kaum Probleme. Kinshofer spielt hier als Teamleiter in der kleinen Gruppe auch eine große Rolle. Auch am Grat, der auf den Ausstieg aus der Diamir-Flanke führt, gab es letztlich noch Kletterstellen bis zum 5. Grat zu überwinden, was jedoch dank Hermann Buhl, der ebenfalls über diesen Grat dann ausstieg, keine Überraschung mehr war. Letztlich erreichten sie erschöpft und glücklich Ende Juni 1962 den Gipfel. Doch was die drei Extrembergsteiger der 60er Jahre unterschätzten, den Nanga Parbat selber. Denn bei eisiger Kälte und starker Erschöpfung gilt es vor allem beim Abstieg, den Mut, die Nerven, die Kräfte und vor allem die Ausdauer nicht zu verlieren. Nicht allen gelang das. Kinshofer und Mannhardt zogen sich letztlich beim Abstieg schwerste Erfrierungen zu und Siegfried Löw stürzte bei selbigem tragischerweise ab. Erneut ging eine Expedition am Nanga Parbat gut, opferte dabei jedoch Menschenleben und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. So wollte Karl-Maria Herrlikoffer wenige Jahre später, im Jahr 1970, erneut zum Nanga Parbat reisen. Zu Ehren von Sigi Löw startete die Expedition unter dem Namen Sigi Löw Gedächtnisexpedition. Mit dabei ein aufstrebender Alpinist, welcher den Fähigkeiten eines Buhls oder Löws gerecht wurde und diese in vielen Teilen sogar deutlich übertreffen konnte. Ein junger Mann namens Reinhold Messner. Er lebte in armen bäuerlichen Verhältnissen im Wilnerstal, wurde aber durch seine spektakulären Alleingänge und seine Fähigkeiten auch in Deutschland zur Berühmtheit. So entdeckte Herrlikoffer das Talent in ihm und engagierte unter anderem Reinhold Messner als Bergsteiger für die Expedition. Neben ihm auch fähige Bergsteiger wie Felix Kuhn, Peter Scholz, Gerhard Bauer und Werner Hein. Außerdem auf der Liste Peter Habeler und Josef Meyer. Doch die beiden sagten für diese Expedition ab, womit ein Platz leer war, dieser jedoch unbedingt gefüllt werden musste. So ergab es sich, dass Reinhold Messner nach einigen Argumenten eine Einladung für seinen bergsteigerisch ebenso begabten Bruder organisieren konnte, Günther Messner. Reinhold und Günther machten sich also zusammen mit den anderen Bergsteigern und Herrlikoffer als erneuten Expeditionsleiter auf den Weg zum Nanga Parbat. Es sollte jedoch nicht einfach nur auf den Berg gehen. Nein, der Plan war es, die Idee von Hermann Buhl und auch schon Mummery umzusetzen. Das Durchsteigen der Nanga Parbat Südwand, auch Ruppalwand genannt. In dieser liegt die Merkel-Rinne, benannt nach Herrlikoffers Halbbrunner Willi Merkel, welcher als äußerst berüchtigt galt. Und zu Beginn verlief alles nach Plan, wenn das schlechte Wetter nicht gewesen wäre. Denn die finanziellen Mittel waren, wie bei jeder Expedition, begrenzt. Und auch die Nahrungsmittelorganisation verlief zunehmend schwieriger, da das Geld knapper wurde. Außerdem lief die Berechtigung für das Verweilen am Berg langsam, aber sicher ebenfalls aus. Die Schlechtwetterperioden änderten sich jedoch kaum.
Das Jahr 1970 war witterungstechnisch ein verhextes Jahr, sodass es letztlich zu einem großen Fragezeichen betreffend Gipfelaufstieg kam. Ein kurzes, wirklich schwer einschätzbares Wetterfenster tat sich jedoch dann um den 26. Juni auf. Die Frage war nur, reicht es für die Besteigung des Gipfels? Denn durch die immense Komplexität der Rupalwand und vor allem der Merkelrinne war schnell Auf- und Absteigen zum Aufbau von Lagern und Co. unmöglich. Jeder logistische Schritt war eine eigene große Herausforderung. So wurden letztlich eine Seilschaft in das Lager 5 in der Rupalwand geschickt. Schnelle, kleine Teams sollten die Chancen für einen Gipfelerfolg steigern. Da war einmal das Team Scholz-Kuhn und einmal das Team Messner-Messner. Doch Scholz-Kuhn blieb in Lager 4, denn nur die Messners und Gerhard Bauer waren dazu beauftragt, die Merkelrinne so abzusichern, dass am Folgetag Kuhn und Scholz keine Schwierigkeiten mehr bis zum Gipfel und damit keinerlei weiteres Risiko mehr zu befürchten hatten. Doch es gab einen Haken in Form einer Rakete. Denn eine Rakete sollte letztlich wohl oder übel maßgeblich über das Schicksal mehrerer Menschen bestimmen. Doch was ist eigentlich damit gemeint? Das vorhergesagte Wetterfenster änderte sich kurzfristig erneut. Jedoch war es jedenfalls die letzte Chance in diesem Jahr. Daher gingen Reinhold Messner und der Expeditionsleiter Herlikoffer eine mehr oder weniger geheime Absprache ein. Herlikoffer sollte mit Hilfe einer Rakete aus dem Basislager den neuesten Wetterbericht am Tag vor dem geplanten Gipfelaufstieg anzeigen. Blaue Rakete, gutes Wetter. Heißt, dass die Messners und Bauer die Rinne absichern und Kuhn und Scholz den Gipfelaufstieg ermöglichen kann. Rote Rakete, schlechtes Wetter. Reinhold Messner steigt solo in die Rinne ein, wobei unklar ist, wie die exakte Abmachung war, also ob er bis zum Gipfel sollte oder nur in die Rinne. Und letztlich kam es am 26. Juni dazu, dass eine rote Rakete den Himmel erhellte und Reinhold Messner sich tags darauf allein auf den Weg in die Merkelrinne macht. Er packte um 3 Uhr morgens seine Sachen, zog sich warm an und verschwand in der Dunkelheit. Was jedoch nicht bekannt war, die Vorhersage war falsch. Denn tatsächlich war der Wetterbericht gut, sodass eigentlich eine blaue Rakete abgeschossen werden sollte. Laut Berichten wurde die Banderole verwechselt, sodass die rote Rakete fälschlicherweise abgeschossen wurde. Und ebenfalls den Berichten entnommen werden kann die Behauptung, dass keine blaue Rakete vorhanden gewesen wäre, um das Missverständnis zu korrigieren. Diese doch enorm ungewöhnliche Behauptung in einer so gut geplanten Expedition sollte man für den kommenden Moment im Hinterkopf behalten. Bauer und Günther Messner erledigten letztlich an diesem Tag ihre Pflicht, versicherten also die Merkelrinne bestmöglich, bis Günther den Entschluss fasste, dass er hier nicht stehen kann und absichern kann, während sein Bruder allein durch die Merkelrinne Alpingeschichte schreibt und den Nanga Parbat besteigt. So verließ er letztlich außerplanmäßig mit wenig Gepäck und keiner zusätzlichen Kleidung Bauer und das Lager und stieg ebenfalls solo durch die Merkelrinne, um seinen Bruder wieder einzuholen. Da er jedoch deutlich später losgestartet ist, dauerte das Zusammentreffen mehrere Stunden. Günther Messner war jedoch schnell genug, sodass es ihnen letztlich trotzdem gelang, zusammen am Gipfel zu stehen. Viel Zeit hatten die beiden nicht, denn die Bedingungen waren tatsächlich nicht ganz so perfekt. Es war tiefer Schnee und das Spuren kostete enorm viel Kraft. Sie mussten also letztlich schnell wieder runter. Und das war leichter gesagt als getan, denn bei einer Diskussion über den Abstiegsweg entschieden sich die beiden letztlich gegen einen erneuten Abstieg durch die extrem steile und unversicherte Merkelrinne. Es ging also nun in völlig unbekanntes Terrain auf die andere Seite des Berges. Sie hofften, den Weg durch die Diamir-Flanke bis zur Merkel-Scharte zu finden und über diesen sicher absteigen zu können. Unter höchster Lawinengefahr und in einem fesselnden Schneesturm traten sie den Abstieg an. Günther jedoch war bereits so enorm geschwächt, dass gleich 2 Biwaks notwendig waren. Bei eisiger Kälte, ohne Nahrung, ohne warme Kleidung. Allein das Wachbleiben hat die beiden vor dem Tod bewahren können. Obwohl Reinhold und Günther tatsächlich von einer großen Entfernung aus von Kuhn gehört werden konnten und Kontakt hatten, kam es zu keiner Rettung. Denn Messner wusste, laut seiner Erzählung, dass eine Rettung unter den Bedingungen nicht möglich gewesen wäre und hielt deshalb Kuhn von einer Rettung ab. Später jedoch stellte Messner klar, dass er sehr wohl um Hilfe gerufen hatte und sehr verzweifelt um ein Seil bat, um sich zu retten. Dieses Seil kam jedoch, egal wie es letztlich war, nie an. Reinhold und Günther Messner stiegen nach 2 Nächten auf knapp 8000 Meter weiter ab, wobei Günther jedoch letztlich von einer Lawine erfasst wurde. Reinhold versuchte noch einen ganzen weiteren Tag mit diversen Aufstiegen ihn zu suchen. Vergeblich. Reinhold selbst, fast tot,
da er fast all seine Zehen verlor und unter Nahrungs- und Wassermangel, aber auch übermäßiger Erschöpfung litt, konnte er seinen Bruder nicht mehr finden. Als das Verschwinden der beiden bekannt wurde, versuchte die restliche Expedition, die Rettung zu koordinieren. Zu Beginn fand diese noch vor Ort im Basislager statt, später sollten sie die Reise nach Gilgit antreten, um von dort aus weiter zu verfahren. Doch noch während der Abreise sollten sie zufällig den lethargischen Reinhold Messner in einem entgegenkommenden Auto erkennen. Und ob es letztlich wirklich Reinhold Messner war und was Reinhold Messners Sicht der Dinge war, das alles schauen wir uns dann nächste Woche in der letzten Folge zu Berge im Porträt Nanga Parbat an. Ich danke an dieser Stelle übrigens auch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Das Projekt Alpenacademy funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt nur durch eure Unterstützung in Form eines kleinen Kaffees. In diesem Sinne, danke an alle, die das tun. Außerdem danke ich euch natürlich auch für jedes Abo am Kanal und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!